Es wird echt immer bunter hier. Gerade eben erst noch das Video über Lüning und die unmögliche Löschung gemacht. In den letzten 2-3 Monaten von 2 Millionen Views im Monat auf 100-200.000 zurückgefallen, ohne dass es dafür irgendwie einen ersichtlichen Grund gäbe. Und jetzt schlägt's direkt 13. Sowas habe ich noch überhaupt noch nicht gesehen. Gehe ich doch gerade in meinen Kanal und sehe extrem viele Abos weg. Dann wechsle ich die Fenster wild hin und her, mach noch ein paar Screenshots und muss dann überrascht feststellen, dass es immer weiter fällt. Jedes Mal, wenn ich Refresh drücke, sind es 1-2 Abonnenten weniger. Sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Normalerweise sind vielleicht am Tag so 1, 2, 3, die das Abo kündigen. Aber jetzt sehe ich auf einmal hier schon richtig, richtig viele weg und es geht weiter im quasi 10-20 Sekunden Takt. Habe ich kurz überlegt, wie ich das jetzt am besten dokumentiere, habe ein paar Screenshots gemacht und dann bin ich auf die Idee gekommen, das ist ja so außergewöhnlich, nachher glaubt einem das keiner und es bewegt sich ja tatsächlich 10 sekündlich. Jetzt nehme ich doch einfach das mittels Screen Recorder auf, damit ihr das sozusagen live miterleben könnt. Und mir ist es tatsächlich noch gelungen, ein paar Minuten zu filmen, wo es dann noch weiterging. Jetzt mittlerweile scheint es dann gestoppt zu haben. Ich habe sowas in 10 Jahren YouTube noch nicht gesehen. Richtig, richtig heftig. Was ist denn hier gerade los? Naja, ich dachte, das ist vielleicht eine ganz interessante Meldung. Wie gesagt, ich habe sowas auch noch nicht gesehen. Es wird ja immer viel erzählt, aber das ist dann meistens sehr subjektiv und ja, man weiß es nicht so genau, ne? Aber das hier finde ich jetzt schon, recht deutlich. Die Videos, wie ihr seht, haben quasi fast gar keine schlechten Bewertungen. Es ändert sich auch nichts in den Bewertungen, wenn dann nach oben. Und trotzdem springen hier die Abonnentenzahlen runter im 10-Sekunden-Takt. Das wirkt dann schon nicht so ganz koscher auf mich. Was meint ihr dazu? Eure Kommentare gerne unten in die Kommentarleiste. Und ansonsten einen schönen Tag, sofern sich heute nicht noch die nächste Sensation anbahnt.